Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren und ich hoffe auch letzten Tutorial von mir, eurem Psychofreak. Warum hoffe ich, dass es das letzte wird? Ich habe schon voll überzogen und alles. Ich wollte das eigentlich so in 3 fertig machen. In 3 Dingsen. Letztes Tutorial. Aber okay, mir auch egal. Ich lade sie natürlich für euch hoch. Und den Link vom letzten Video werde ich euch in die Beschreibung reinpacken. Und auch vom ersten Video, wo der Link... Also, Moment. Ich packe euch in die Beschreibung jetzt den Link vom dritten letzten Tutorial, also vom letzten. Und den Link vom ersten letzten Tutorial. Warum? Das mache ich nämlich, weil im ersten letzten Tutorial steht der Link zum Download von Adobe Photoshop. Da könnt ihr downloaden. So, ja, die ganze Sache ist auf Chipmunks. Auf Chip zu downloaden. Ja, aber ist ja eigentlich egal, ich packe euch das ja eh in die Beschreibung. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal 3 Tage wegen meinem schlechten Internet, um mir das reinzupacken. Was? Nein, um das hochzuladen. Egal. Ich fange an, ich laber jetzt erst nicht so viel. So, ja, ihr habt schon gesehen, ich wollte es aber nicht machen, ohne dass ich euch irgendwas sage. Ihr könnt schon diese Lineale da wegmachen, die ich euch am Anfang, gleich am in der ersten Folge, Let's Tutorial, da gezeigt habe. Die könnt ihr jetzt eigentlich wieder wegpacken. So, jetzt kommt's allerwichtigstes. Die Schrift. Da könnt ihr von weiß ich nicht bis weiß ich nicht was nehmen. Ja, ihr habt normalerweise, Moment, warte, das kann ich eigentlich hier alles wieder schließen, das brauche ich nicht mehr. Datei, achso, ja, warte, ich zeige euch das mal. Bei mir gab es auch erst Kompromisse. Was tun wegen dieser Scheißschrift? So, das seht ihr jetzt auch mal hier. Hallo, wo kann ich hier denn irgendwie so runterscrollen? Da. Ja, ab hier hat's begonnen. Da habe ich halt die Schrift mal alles ausprobiert. Obwohl ich eigentlich diese und diese Schrift, also die 17 und die 14, die finde ich eigentlich am besten. Ja, hier habe ich auch nochmal andere ausprobiert. Ja, aber ist ja jetzt unwichtig, meine Sachen nicht, mache jetzt gerade das. So. Ja, und Schriften gibt's eigentlich so viele. Normal hat man halt noch diese Standardschriften, die kann man alle nachgucken über, Moment. Ich glaube, Stopp. Achso, ja. Ihr geht es auf das OC. Auf C halt. Also da, wo ihr eure ganzen Daten habt. Ich habe das halt auf C. Und jetzt geht ihr hier auf das Windows. Au. Öffne mal. So, und da seht ihr gleich überall ist ein normalen Ordner. Okay. Meine Maus backt. Und hier ist der einzige Ordner, wo so steht. Das ist der Ordner Fonts. Fonts bedeutet Schriftarten, nur so. Ach du. So, und da seht ihr ja schon die beiden Dinge auch gar nicht. Die habe ich mal runtergeladen. Auch das hier auch. Ich habe mir schon mal Mühe gegeben, mir das zu
Soll ich zu runterzuladen? Verdammt, das habe ich ja noch hier den Bildschirm verschoben. Junge, ich will scrollen. Scrollen, nicht verschieben. Ja, die habe ich mir auch runtergeladen. Also gibt's. Seit wann habe ich denn das? Okay. Und das habe ich auch. Alter, was. Okay, was habe ich mir alles gedownloadet? Das ist hier die Frage, ja. Ja. Also man kann sich wirklich sau viele Sachen im Internet downloaden. Ich werde mal die Schrift ausprobieren. Ja, ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht auch mal einen Link irgendwie zu einer Seite einpacke, wo man halt gut was downloaden kann. Moment, ich glaube, ich werde mich immer auf die Suche begeben zu einem Moment. Das kann ich wieder wegmachen. Ja, warte, das kann ich weg. Das. So. Wir geben jetzt mal ein. Ich will mal hier suchen. Also, ihr könnt eigentlich alles. Ja, so, ja, was ihr wollt, gell? Blick. Oh. Oh, ich bin doof. Oh. War nicht beim Schreiben mitbekommen. Blick up. Blick up 2. Komm, wir spielen heute Blick up 2. Ah, oh, willst du mich verarschen, Junge? Okay, Moment, ich mach nochmal kurz Stopp und wenn ich auf einer Seite bin. Verdammt! Wenn ich dann auf einer ordentlichen Seite bin, dann mach ich wieder an. Okay, bis gleich. Eine Bekanntschaft gemacht? Mit mir? Ich bin Sophie und ich bin Charlie. So, hallo und hier bin ich auch wieder. Ja, ich habe mir jetzt mal ein bisschen so im Internet nachgeguckt. Ja, also ich habe hier mal schnell gegoogelt nach Black Ops 2 Font Schriftart, wisst ihr ja. Da kam ich auf die Seite Gamefont, die werde ich in die Beschreibung reinhauen. Und ich habe noch eine Seite gefunden, auf der ich meine ganzen Schriftarten gedownloadet habe. Die ist mir gerade wieder eingefallen. Die nennt sich Urban Fonts. Also die hat. Dein Ernst, ich krieg eine Nachricht. Okay. Die hat eigentlich übelst viele und richtig geile Fonts. Die habe ich mir nämlich auch gedownloadet. Die auch. Harry Potter. Ja, also die hat wirklich Millionen von Schriftarten. Man sieht hier, das war Seite 1 von 647. Also es gibt wirklich richtig viel. Die habe ich mir auch gedownloadet. Aha. So. Ich will aber das downloaden now. Damit ich die. Okay, Moment. Ich will. Verdammt! Okay, ja. Also ich werde euch. Da, jetzt. Ich werde euch beide. Dings, beide. Was an? Beide Seiten in die Beschreibung reinpacken. So, jetzt hat das hier auch schon fertig geladen. So, hier sieht man das. Das ist die Black Ops 2 Schriftart. Hier sieht man das auch an dem A. Jetzt drücke ich mal installieren. So. Das ist Werbung, das kann ich schließen. Das minimiere ich mal. So, jetzt gehe ich hier mal auf Fonts.
So, jetzt lädt das hier. Der Nachteil ist, man hat das nicht sofort drinne. Ach doch, guck. Ja, anscheinend ach, guck, ist weg. Bei Gamefront, da ist das anscheinend mit dabei, dass du das gleich hier. Verdammt, das war. Moment, ist. Das soll weg. Bei Gamefront ist es anscheinend so, dass du ja das gleich einfügt. Normalerweise, hast du das dann so unter Downloads. Moment, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Wenn ich hier auf Downloads gehe, da sieht man hier zum Beispiel Batman Forever. Das ist so eine, halt so eine Schriftart. Und die steht dann unter Downloads. Ihr braucht das Programm WinRAR oder ZIP. Ich bevorzuge da aber WinRAR. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, ich werde euch auch WinRAR in die Beschreibung reinpacken. Und ja, achso, ja, wenn man das dann hat, dann öffnet sich halt so dieses Dings, dieses Fenster. Ich rate euch, entweder ihr macht das dann gleich oder ihr minimiert das erstmal, aber nicht schließen. Ihr sucht dann hier so lange, wenn ihr schon übelst viele Downloads auch habt, sucht ihr hier so lange nach diesem Download. Da Transformer Movie, ach so Scheiße. Ah nee, das ist die Schrift hier 101, das ist auch so eine Seite. Ja, weil ihr geht dann nämlich auf. Ja, hier habe ich auch nochmal. Ach verdammt. Die Simpsons-Schrift. Ich habe mir jetzt auch viele Download. So, also ich habe hier noch. Das habe ich noch offen. Das habt ihr dann. Das öffnet sich dann bei der Seite Urban Fonts. Öffnet sich dann das hier automatisch dann. Und dann geht ihr auf eure Dateien. Auf C. Dann Windows. Also ihr müsst mal gucken, wo ihr Windows habt. Dann auf Fonts. Oder ne, warte, ihr könnt eigentlich hier bleiben. So, dann geht ihr hier drauf. Und da müsst ihr gucken, wenn da hier so ein A steht. Oh, Moment. Ach so. Ja gut, das kann ich gleich mal zeigen, weil das habe ich noch nicht. Dieses mit, wo die Lücke hier noch, also wo das eben frei ist. Da wo das A steht, weil es gibt auch Sachen, die sind für den Mac-Computer. Das ist jetzt für Windows. Und dann nehmt ihr das einfach so und zieht das hier zu Fonts rein. Möchten Sie ersetzen? Ja. So. So, und dann könnt ihr das eigentlich schließen. So, hier, das war noch das. Das kann ich auch schließen. Das ist von Adobe Photoshop. Jupp. Hier ist Adobe, okay. So. Nochmal schnell was gucken. So, ja, und dann habt ihr das eigentlich schon in den Fonts drinne. Dann könnt ihr einfach auf Adobe Photoshop und halt das einfügen. Moment. So. Könnt ihr halt. Moment, wo hatte ich es jetzt? Es war doch Batman, genau. Batman war es. BBBBB. Batman Forever. So, da gebe ich jetzt zum Beispiel einen Batman. Und dann seht ihr, dass das ist das mit den Lücken. Und das. Ja, das ist das halt. Und dann habt ihr halt auch die Schrift drinne. Ja, ich werde euch die. Sachen nochmal mit in Beschreibung machen. Also WinRAR zum Öffnen von der Datei. Dann Urban Fonts und das Game Font. Werde ich euch alles mal in die Beschreibung reinhauen. So, also mit den beiden Videos noch, mit der 3 und mit der 1. Ja, und ich würde mal sagen, wir machen dann erstmal weiter. Ich habe mir jetzt ja hier diese Black Ops 2 Schrift gedownloadet, die werde ich dann auch nehmen.
Da wollen wir jetzt erstmal gucken. Ich nehme, glaube ich, jetzt nur die Abkürzung. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ihr könnt ja eigentlich alles einstellen. So, ich mache nur 50. So. Oh, wie geil. Warte mal, wie ist denn da die 3? Blick auf 2 und das sind hier. Das sind dann noch die 2 Striche. Och, was ist denn jetzt los? Ach so, ja, jetzt ist das hier. Ist er das aus irgendeinem Grund gewechselt? Kein Plan warum. Was ist denn jetzt los? Ach so. Warum hat das jetzt gewechselt? Das kriege ich jetzt nicht. Lol, wenn ich die. Ich glaube, die 0 ist gar nicht verfügbar da. Nee, lol. Okay, ja, aber ihr seht das schon. Ich kann hier auch wirklich. Blick auf 2, das. Moment, das kann ich auch noch mal. Dadam. Warte, das kann ich eigentlich noch mal wegmachen. Dann mache ich das hier auf schwarz. So, und jetzt haben wir schön Black Ops 2. Seht ihr das? Das ist wirklich geil, was man sich da alles runterladen kann. Ich habe das mal, mir mal angeguckt alles. So, da kann man auch übelst lang schon damit verbringen. Ja, aber jetzt geht's erstmal hier weiter mit unserem. Nein. Ich will das Pferd schweren. Das ist hier das einzige noch, was ich da machen muss. So, und ich würde mal sagen. Püff mache ich nicht. Ich kann ja eigentlich mal so ein Weiß nehmen. Ja, das ist natürlich. Ja, ach so, das wollte ich jetzt euch nochmal zeigen. Da habe ich nämlich auch schon überlegt. Also ihr könnt das hier auch mal so klein schieben, gell? Und dann irgendwie so passend reinmachen. Aber. Ach, warte mal. Fällt mir gerade was ein. Man kann ja auch. Moment. Anwenden. Moment, das will ich jetzt mal probieren. Dann Ebene duplizieren. Okay. Ne, warte. Ebene löschen. Lol, war das hier nicht eigentlich auch 50? Ach nein, das habe ich ja noch zusammen gemacht. Ah, ach so, ja gut. Dann mache ich hier mal 30. Oh ne. Okay, warte, nee, warte, Leute, das muss ich jetzt nochmal probieren.
So. Naja, sieht nicht so prickelnd aus, aber ist auch eine Idee. Ja gut. Ja, ach so, ja, hier nicht anwenden. Dann die Ebene löschen. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Man kann das zwar so anpassen, aber muss man nicht. Man kann auch, habe ich auch neu entdeckt, unter dieser Maus da und über der Hand kann man auf dieses Rechteck klicken, aber mit Rechtsklick. Und dann das Ellipse-Werkzeug nehmen. Ach so, Moment, ja. Jetzt brauchen wir doch nochmal unsere Lineale. Also, wenn ihr das, da wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr die noch. Sonst nicht. So, es geht über in der Mitte. Haltet das gedrückt. Also, wie den Kreis machen. So. Und dann geht ihr hier drauf. Und klickt hier drauf. Und dann, das ist nämlich das Geile. Dann könnt ihr nämlich hier drauf schreiben. Warte, 10 ist ein bisschen zu mickrig. Ja, mal gucken mit 30. Ich glaube, ich habe mich jetzt. Psychofix, ja. Fix. Nee, warte mal. Ach so. What? Nee. Warte doch mal. Das ist schwierig so zu verstehen. Okay. So. Ja doch. Nee, ich lasse das so. Dann habt ihr das nämlich so hier, so in einem Kreis. Das habe ich halt letztens mal entdeckt, dass das so geht. Und dann könnt ihr nämlich auch noch. Ja, okay, ich schreibe jetzt einfach da oben. So, dann könnt ihr nämlich auch noch das dann so machen. Die Schrift ein bisschen größer machen. Hier vielleicht mal ein bisschen dran. Gucken. So, jetzt hat sich das nämlich wieder. Das rastet sich nämlich immer mal von alleine ein, wenn es in der Mitte ist, hier der Punkt. So, und dann würde ich mal sagen, dann war's das auch schon von mir. Ihr seht ja, was man hier alles machen kann. Es ist wirklich richtig geil. Wirklich richtig geil. Und ja, Moment, ihr könnt es auch natürlich auch. Ach so, das wollte ich euch noch zeigen. Eine Sache. Das. Verdammt! Meine Fresse, ey. Alter, schon zum zweiten Mal denn. Ich, okay. Okay, ich reg mich ab. Ihr könnt es, ich mache ich jetzt nur bei dem Püff. Bei dem Psychofreak mache ich das jetzt nicht. Ihr könnt das auch noch hier bei dem. Dann so machen das Text rastern. Und wenn ihr das macht, dann ist nämlich nicht mehr so ein T für Text da, sondern dann ist das so eine Ebene.
Und wenn ihr dann draufklickt, dann kommt der gleiche Rotze wie bei dem Kreis. Dann könnt ihr wirklich alles wieder so machen. Warte, ich klick nochmal ganz schnell alles an. Farbüberlagerung. Das mache ich jetzt als einziges. Und tada. Ja, okay, warte. Ich mache das dann noch bei dem. So. Ja, ihr könnt auch Text rastern. Und wenn ihr den gerastert habt, ihr könnt ihn dann nicht mehr verändern, gell? Also das ist euch dann schon bewusst. Ich sehe Psycho Freaks. Nochmal nachgucken. Psycho Freaks. Ja gut. Ich habe mich nämlich mal irgendwann verschrieben. So, dann könnt ihr nämlich auch den Fülleimer nehmen. Und dann könnt ihr nämlich auch die. Ah, das ist jetzt hier. Dämlich ein kleines bisschen aber noch. Dass sich das hier nicht berührt. Aber was mir gerade noch einfällt, was man auch mal. Als Maul. Mein Handy. So. Das darf euch nämlich nicht passieren. Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Rotze. Ihr könnt natürlich dann auch nochmal hier, ja, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Das ist halt theoretisch wurscht. Dann könnt ihr auch nochmal hier. Wurscht. So, Farbüberlagerung mache ich jetzt nicht an, weil dann kommt nämlich die andere. Mann, lass mich doch hier in Ruhe. Was ist denn jetzt los? Mama! Nein! Okay. Ich wär blöd. Ich mach die ganze Aufnahme und jetzt kackt das Scheißding. Okay. Ja, ich habe auch zu viel geredet, wenn ich das normal mache. Ich habe es für ein Ding immer wieder so eine halbe Stunde schon fast gebraucht. Wenn man das so normal macht, dann geht das eigentlich schneller, also beim zweiten, dritten Mal. Ja, egal. Ach, verdammt, ey. Verdammte Scheiße. Ja. Hey. Jetzt kotzt mich gerade an, dass ich nicht gespeichert habe. Okay, ja, ist egal. Das ist jetzt egal. Okay. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, das alles auszuprobieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haust rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Das habe ich leider schon bereits gesagt. Mann, Alter, ich bin jetzt gerade innerlich so aufwütend, aufgekocht. Wegen der Rotze. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst und oder. Ich bin kritikfähig, ihr könnt schreiben, ob euch das gefallen hat oder ob nicht, was ich beim nächsten Mal vielleicht verbessern sollte, was bleiben soll, also was Gutes.
Ja, und ob ich vielleicht auch mal, ich weiß nicht, Spiele, Game Spiele, Let's Plays machen soll. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, ich packe euch auch noch die ganze Rotze rein. Und ja, ach so, wenn ihr das noch mal richtig angucken wollt, ich könnt dann ja einfach Video Stopp machen und euch das noch mal so genießen. Genießt es. Ich guck mal, dass ich das irgendwie noch so zusammenschneiden kann, dass ich das ja, dass ich das Bild noch mal zum Schluss einblende. Okay, also viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao, haust rein und hasta la vista, Baby.